Bei einem Kindergartenfest tobt eine handfeste Auseinandersetzung. Die Ermittlungen leiten Polizeioberkommissar Alexander Henke und Polizeikommissar Can Yildiz. Hallo, junger Mann, hallo, die Polizei Duisburg. Schönen guten Tag. Was ist denn hier vorgefallen? Wir wurden jetzt gerade hingerufen mit meinem Kollegen. Die Kindergärtnerin hat hier die Kinder vergiftet. Okay, aber das gibt Ihnen doch nicht das Recht, hier einfach so zu vandalieren. Das sind Sachen. Meine Kinder. Okay, wir sind von dem Kindergarten da drüben. Also bitte. Sie arbeiten da, oder? Ja, wir arbeiten dort. Ich und mein Kollege Lars. Wir feiern unser alljährliches Grillfest. Was haben Sie für eine Berechtigung, hier die Nahrungsmittel umzuschmeißen? Das sind meine Söhne, die die Dame hier vergiftet wollte. Die Wut des aufgebrachten Vaters hier ist zum Teil nachvollziehbar. Natürlich, er gibt hier seine beiden Kinder in die Obhut. Denkt natürlich nicht daran, dass hier etwas Schlimmes passiert. Und jetzt haben wir auch noch ein Fall, wo mehrere Kinder vergiftet wurden. Nichtsdestotrotz gibt ihm das nicht das Recht, hier wirklich Gegenstände umzutreten und das auch noch im Dabeisein seiner beiden Söhne. Also absolut nicht gerechtfertigt hier sein Verhalten. Hast du Bauchschmerzen? Ja? Ja. Und was ist mit dir, kleiner Mann? Hast Max geht's gut, dem Lenny. Der hat von dem Kuchen gegessen. Okay, also sind beides ihre Söhne und dem einen geht's gut. Okay, meine Frage ist, wo sind die anderen Kinder? Die anderen Kinder wurden alle schon abgeholt und wir warten jetzt noch auf die Wie geht's denen denn, den anderen Kindern? Okay. Die haben auch alle Bauchschmerzen. Und Sie sagten gerade, Sie sind die Gruppenleiterin. Genau, und der Herr Lars, war das richtig? Lars Brettschneider. Brettschneider. Ja. Okay, gut. Das heißt, die RTW-Besatzung ist auch schon da. Gut, dann können wir gleich mit denen kurz darüber sprechen. Können Sie vielleicht mal rübergehen, die einweisen, dass sie rüberkommen sollen? Ja? Gut. Herr Brettschneider, was haben Sie denn hier? Haben Sie irgendwas besorgt hier von den Klamotten? Ich habe eigentlich nichts besorgt, aber ich vermute, dass die Kollegin, die Nina, was damit zu tun hat. Die Kollegin? Okay, Sie schwärzen gerade Ihre Kollegin an, dass sie was damit zu tun hätte. Ja, ich denke mal schon. Ich habe schon des Öfteren gehört, dass sie einen schlechten Umgang zu den Kindern hat und dass die Eltern sich beschweren und so. Ich kann Ihnen das auch zeigen, wenn Sie wollen. Ja. Also hier auf dem Handy haben wir eine Seite, wo wir sehen können, dass es verschiedene Rezensionen gibt über unseren Kindergarten. Was dann aber natürlich sehr schnell aufgefallen ist, dass wir in der ersten Rezension einen Rechtschreibfehler haben. Erstmal nichts Großartiges. Liest man sich aber die zweite Rezension durch, sieht man, es ist genau das gleiche Wort, wieder gleich geschrieben. Und bei der dritten Rezension genauso. Das heißt, es muss wahrscheinlich genau der gleiche, also ein und derselbe Herr oder die Dame etwas hier verfasst haben. Die Kollegen vom wir wissen selbst noch nicht, was die Kinder hier konsumiert haben. Ganz kurz, ich zeige euch das Kind. Vergiftung. Okay. Der eine nicht, der andere ja. Hier. Er hat Bauchschmerzen, den müsst ihr euch mal angucken. Dem anderen Jungen geht es sehr, sehr gut. Ja. Während die beiden Jungs im Rettungswagen behandelt werden, konfrontieren die Beamten die Erzieherin mit den Bewertungen des Kindergartens im Internet. Sollten die sowas schreiben? Einfach verantwortungslos bist. Und das, ja, natürlich. Das habe ich schon öfter gehört. Ganz kurz. Ist denn sowas häufiger schon mal vorgekommen, dass Kinder irgendwie sich unwohl fühlen in ihrer Obhut oder so? Okay. Noch nie. Die Ermittler vermuten, dass der Erzieherin gezielt geschadet werden soll. Als sie deshalb die Internetbeurteilungen nochmals anschauen, kommt ihnen am Namen des Bewerters etwas komisch vor. Bevor sie aber dieser Spur nachgehen können, erscheint ein kleines Mädchen. So, kleine Maus, wer bist denn du denn? Ich bin die Hanna. Hanna, und du gehörst hier zu dem Kindergarten? Gehört sie zu Ihnen? Hanna gehört hier nicht zu. Hanna ist die Tochter von dem Marco. Ihr älterer Bruder war. Sind Sie der Herr Marco? Also Marco ist richtig? Okay. Ja. Kommen Sie also einmal ganz kurz, Bruder bitte. War im Kindergarten, oder was? Genau. Und Sie nicht? Ja. Und für Sie ist leider kein Platz mehr. Gut, also vorab, nicht um diese Uhrzeit Ihr Kind alleine rumlaufen lassen, da sind wir ganz allergisch. Wenn Sie einfach noch kurz hier bleiben, ich würde gerne nämlich noch mal kurz, Alex, sollen wir mal? Also uns sind Sie einfach Kleinigkeiten aufgefallen. Ne? Wie würden Sie eine Betreuerin schreiben? Können Sie es mal buchstabieren? B-E-T-R-E-U. Okay. R-U? R-U, ja. Okay. Okay, und wie war Ihr Nachname nochmal? Brettschneider. Brettschneider. So wie Bordcut. Eventuell. Bordcut auf Englisch, ne? Also ist das auf Deutsch? Ja, aber was hat das jetzt damit zu tun? Also für mich und meinen Kollegen, einen Moment, für mich und meinen Kollegen sieht es jetzt gerade wie folgt aus. Als Ihre Kollegin gerade nämlich weggegangen ist, haben Sie uns gesagt, ja, es könnte die Lina gewesen sein. Dann zeigen Sie uns hier irgendwie, Rezensionen, die anscheinend immer von der gleichen Person geschrieben wurden. Das ist immer der gleiche Rechtschreibfehler an einer bestimmten Stelle und hat auch ein Bordcut geschrieben. Okay, ich und Brettschneider, Bordcut, ne? Ich wollte meine Kollegin ein bisschen leiden lassen. Sag mal, das kann. Okay. Ja, du hast mir einen Korb gegeben vor 2 Wochen. Ich wollte einfach deinen Anblick ersparen. Ich wollte, dass du gekündigt wirst. Und ich habe
mir das einfach erlaubt. Das ist doch kein Grund, solche Sachen da, also Sie wissen schon, genau, da haben Sie recht, Sie wissen schon, wie das für uns Polizeibeamte was momentan haben Sie aussieht. Mit dieser Vergiftungsnummer zu tun? Also damit habe ich gar nichts zu tun. Ganz ich meine, ehrlich, wenn du den schon in der Lage nie, bist, sowas da zu schreiben. Aber ich würde den Kindern nie was antun. Aber das sieht für uns jetzt zumindest so aus, als ob Sie Ihrer Kollegin, was einwürgen würden. So, wir haben die Kleinen untersucht. Ja. Sie sind ein bisschen benommen, aber soweit stabil, aber würden Sie gerne einmal ins Krankenhaus. Okay, wir wissen noch nicht ganz genau, was Sie haben. Vielleicht klären wir das hier gerade noch mal auf. Wir haben hier gerade eine heiße Spur und dann würden wir euch gleich eine Info geben, was ihr da möglicherweise therapiemäßig machen müsst. Also noch mal für Sie, wir wissen jetzt selbst noch nicht, was hier genau vorgefallen ist. Klar ist Ihre Aggression natürlich nachvollziehbar, aber bitte nicht noch mal sowas, vor allem wenn Sie hier Ihre kleinen Kinder haben, so gegen die Tische zu treten, das ist auch nicht die feine englische Art. Ja, aber das wird auf jeden Fall noch Folgen für die Dame. Gut, wir sind ja hier und wir klären das Ganze jetzt hier. Und für Sie einmal dann bitte, können Sie dann gerne mitfahren. Danke euch. In welches geht's? Städtische, alles klar. Die Polizisten stellen Sprühsahne sicher. Sie vermuten, dass die Beschwerden der Kinder ausgelöst haben könnte. Doch die Erzieherin beteuert, die Flasche erst heute gekauft zu haben. Zum Beweis präsentiert sie den Kassenbon. 200 Milliliter, 250 und da ist auch was überklebt. Kann das sein, dass sie noch irgendwie eine alte Packung mit dabei hatten oder so? Mhm. Weil, schauen Sie mal, das ist 200 Milliliter. Ja. Und Sie haben 250 gekauft. Also das heißt... Jetzt fällt mir das auch auf. Die Annahme der Beamten... Der Täter hat die neu gekaufte Sprühsahne mit seiner manipulierten Flasche ausgetauscht. Bei der Suche nach der Dose der Erzieherin stößt Can Yildiz auf einen weiteren Hinweis. Und zwar haben wir jetzt hier eine 250 Milliliter Sahneflasche gefunden. Und die würde ich jetzt gerne meinem Kollegen auch zeigen, weil ein weiteres Indiz wird ihn wahrscheinlich auch sehr überraschen. Schauen wir mal, was ich gefunden habe. Erzähl mal. 250 Milliliter. Nimm's mal kurz. Schau mal. Aber ist ja interessant hier mit der Sahne, ne? Nicht nur das, aber achte mal bitte. Also, kennst du die Sachen hier irgendwoher? Ne, wieso? Hast du die gerade nicht bei der kleinen Hanna gesehen? Gut, ja, das gegessen. Die hat ja, immer noch entgegen. Ja, 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 ja. Das ist voll lecker. Und da sind ach, die ganze Mama eins, wir. Zwei. Na, meinst du, der Vater hat da was mit zu tun? Na klar, einfach mal. Ja, aber warum rennt der sonst mit seiner Tochter hier nachts durch die Gegend? Das Krasse ist, sie sagte ja auch, sie konnte nicht angenommen werden, weil es keinen Platz mehr gab. Und hättest du auf jeden Fall ein Motiv. Die Polizisten konfrontieren den Vater mit dem Tatverdacht. Da er den jedoch weit von sich weist, befragen sie seine Tochter und kommen so der Wahrheit ein großes Stückchen näher. Hör mal, du warst du vorhin mit dem Papa in dem Mülleimer? Kann das sein? Mein Papa hat gesagt, der muss mal kurz weg, was erledigen. Mhm. Und... War der hier? Und dann zeig mal die Bon. Und dann hast du die da gegessen, ja? Da ja, vorne? Ja, hab ich die da gegessen. Hast du denn gesehen, ob der Papa da irgendwas reingeschmissen hat in den Mülleimer? Ja, der hat da irgendwas reingeschmissen, aber ich weiß nicht was. Okay. Kinder, Mund und Wahrheit kommt. Ne? Deswegen erstmal vielen lieben Dank, Hanna. Genau. Super, Hanna. Ja? Komm doch auch mal wieder mit zu deinem Papa. So, junger Mann. Ja. Alex, ich nehm sie einmal kurz zur Seite. Ne? Muss jetzt ja, genau, die muss ja nicht alles mitkriegen. Ne? So, Hanna, lass uns mal spielen gehen. Ja, hast du Lust? Eine ganz kurze Frage an Sie. Bitte. Wir haben gerade den Verdacht, dass Sie sich an dem Mülleimer vorhin aufgehalten haben. Ist das richtig? Nein, also... Was haben Sie denn hier gemacht? Ich habe eben nur kurz geguckt, ob die Kollegen hier vom Kindergarten da sind. Ja? Und dann rennen Sie abends hier im Dunkeln mit Ihrer Tochter spazieren, oder was? Ich wollte nach Hause wieder, klar. Ja, okay. Also wir haben das Bonbonpapier, was Ihre Tochter quasi gerade in der Tasche hatte, oder die Restbonbons haben wir gefunden an dem Mülleimer. Und in dem gleichen Mülleimer, was ein Zufall, ja, finden wir auch noch die Sahne. Die Sahne, die Sie gekauft haben. Und jetzt haben wir wahrscheinlich hier diese vergiftete Sahne. Und dann wird ja bei rumkommen, dass da irgendwelche Mittel verabreicht wurden. Richtig? Wieso warst du heute schon mal hier? Ich war nur kurz hier. Ich habe nur geguckt, ob ihr da wieso seid. Wieso hast du denn nicht Hallo gesagt? Wir haben uns gar nicht gesehen. Ja, ihr wart nicht da. Ihr wart irgendwas am Ausladen da hinten. Das okay, und was haben Sie da mit der Sahne angestellt? Was soll ich angestellt haben? Ja, was Sie damit angestellt haben? Reden Sie mal Kacheles. Haben Sie keine Eier in der Hose oder was? Was haben Sie für eine Scheiße gebaut hier? Ich habe momentan echt die Kacke am Dampfen. Wissen Sie, ich habe eine Arbeit mit Scheiße. Ja, ich versuche. Bitte, jetzt macht hier keinen... Ich habe versucht, meine Tochter irgendwie in den Kindergarten zu kriegen. Ja. Nirgendwo ist ein Platz frei. Ich lass mich doch jetzt mal aussehen. Ich habe die immer mit auf der Arbeit. Ja, das geht irgendwann echt an die Nerven. Ja. Und wenn ich dann noch sehe, wie der Kindergarten hier, wie sie hier schon am Feiern sind und so weiter, ja, und dann noch so eine Scheiße hier. Das ist doch kein Grund, den Kindern was anzutun. Das war doch nichts Hochgiftiges. Das war ein bisschen... Das fasse ich nicht. Ich meine, was ist das für ein Zeug? Jetzt ganz ehrlich, wir müssen der Rettungswagenbesatzung Bescheid sagen. Das ist dringend jetzt. Ja, das war so ein bisschen wie kann einem denn sowas in den Kopf kommen? Also okay. Abfüllmittel. Sag mal dem RTW eben Bescheid. Also der Vater der Hanna hat hier vorsätzlich gehandelt. Er hat dieser Sahne halt im Mittel zugeführt, was da nicht reingehört, nämlich ein Abfüllmittel. Und ich weiß nicht, was er damit vorhat, aber anscheinend wollte er hier den Kindergarten hier in so eine negative Schleife ziehen, sodass Kinder abspringen, die Eltern abspringen und damit ein Platz frei wird für seine Hanna. Ich finde sowas unter aller Kanone hier, was eine gefährliche Körperverletzung. Man weiß nicht, wie viel davon in den Kindern drin ist und wie viel die an Dosis zu sich genommen haben. Von daher
kann ich das nur hart verurteilen. Wir haben Ihre Daten, das heißt, Sie bekommen noch mal Post von uns. Normalerweise würden wir Sie mitnehmen. Dank Ihrer kleinen Tochter, weil sie gerade so süß ist und uns geholfen hat, ne, sind wir jetzt noch mal nett und sagen, okay, nehmen Sie so ruhig bitte mit und kommen dann selbstständig bitte mit auf die Wache. Genau. Und nächstes Mal wird die Anzeige gegen Sie gefertigt. Ne? Auch, also nicht nur, dass Sie da Ihre väterlichen Vorbildfunktionen so ein bisschen vernachlässigt haben, sondern Sie kriegen eine Anzeige von uns, Sie werden vorgelangt von der Kripo. Der Vater muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Für seine Tochter erhielt er schließlich an einer anderen Kita einen Platz. Die Erzieherin hat ihren Kollegen wegen Verleumdung angezeigt, der Mann hat seinen Job gekündigt. Die Kinder behalten keine Folgeschäden.